Wenn man hier das erste Mal über die Messestände geht, dann kann man leicht den Eindruck bekommen, man ist doch ein bisschen überfordert. Es wird einem sehr viel geboten. Man hat ja doch als Normalbürger nicht das Fachwissen, um das alles richtig einzuordnen. Deshalb ist es vielleicht sehr sinnvoll, sich mal erst mit einem Energiegebäudeberater vorher zusammenzutun. Und Bernd Schütz ist ein solcher. Ich glaube, die Diagnose ist richtig, trifft wahrscheinlich für viele Leute zu, die hier durch die Messe pendeln. Ja, absolut. Die Gebäudesanierung beinhaltet ja nicht nur den Austausch einer Kesselanlage oder die Dämmung eines Daches. Wer hierher kommt, möchte sich über eine gesamte Gebäudesanierung informieren und geht dann zu den einzelnen Ausstellern und Händlern hin und möchte sich da informieren, was kann ich tun, um meine Gebäude zu optimieren. Vielleicht hat er das noch gar nicht mal so im Hinterkopf, sondern er hat sich vielleicht wirklich nur auf einen Einzelaspekt konzentriert. Also er sagt, meine Ölheizung, die ist jetzt, die hat es lange getan. Was kann ich machen? Wie geht's weiter? Er bleibt dann erstmal gedanklich an dieser Heizungsgeschichte hängen, aber Ihr Gedankenansatz, der geht doch ein bisschen weiter darüber hinaus. Ja, vollkommen richtig. Es ist also nicht ausreichend heutzutage, einfach herzugehen und die Heizungsanlage 1:1 zu ersetzen. Viele Gebäude, 80% in der Bundesrepublik gebaute, bestehende Gebäude, sind vor dem Baujahr 1980 errichtet worden. Und hier entsteht doch ein gewisser Sanierungsstau. Und es ist hier nicht getan, Einzelmaßnahmen dementsprechend alleine durchzufördern und den Energieverbrauch weiterhin hochzuhalten. Wichtig ist es in erster Linie, den Energieverbrauch eines Gebäudes zu senken, weil ich dann auch einen geringeren Energieverbrauch habe und die Heizungsanlage dementsprechend anders dimensioniert werden muss. Das heißt, nicht nur die Anlagentechnik erneuern, sondern das ganze Gebäude dementsprechend sanieren, dämmen, Fensteraustausch machen, je nach Bedarf, um dann den Energieverbrauch zu verringern. Und hier zeigt sich dann, dass aus einer alten 28 kW Heizung auf einmal nur noch 10 oder 12 kW an Heizungsleistung benötigt wird. Was viele nicht wissen, ist ja, dass der Gesetzgeber per Gesetz und Verordnung ziemlich genaue Vorstellungen hat, was gemacht werden muss, was gemacht werden darf. Da hat ja auch niemand so richtig den Überblick. Ja, es ist halt so, dass der Gesetzgeber vorgegeben hat, dass wenn ein Gebäude saniert wird oder auch neu errichtet wird, gewisse wärmeschutztechnische Maßnahmen dementsprechend hier umgesetzt werden müssen. Und gerade in der Bestandssanierung ist durch die neue ENEF, das ist die Energieeinsparverordnung aus dem Jahr 2009, die im Oktober letzten Jahres in Kraft getreten ist, sind hier gewisse Vorgaben gemacht worden, die bei einer Sanierung oder auch bei einem Neubau zu beachten sind. Früher war es ausreichend, bei Neubauerstellung die Statik dementsprechend bei dem Bauantrag mit einzugeben. Ab 1996 muss eine Wärmeschutzberechnung mit eingegeben werden beim Neubau. Und jetzt hat auch über diese NF 2007 und die verschärfte NF 2009 hat das auch diese Wärmeschutzmaßnahmen und Wärmeschutzberechnung in die Bestandssanierung ist damit einbezogen worden. Das heißt, es muss der Nachweis geführt werden, dass gewisse Maßnahmen in ihrer Qualität und Stärke durchgeführt wurden. Und bei Erreichung von bestimmten Vorgaben gibt es auch staatliche Fördermöglichkeiten. Wir fangen erstmal an. Sie kommen ins Haus und machen erstmal eine Bestandsaufnahme. Ja, der modernisierungswillige Hauseigentümer sollte sich auf jeden Fall zuerst an einen Energieberater wenden. Da der Energieberater vor Ort kommt, macht eine Datenaufnahme des Gebäudes, eine Substanzaufnahme des Gebäudes, ermittelt den theoretischen Wärmebedarf im Ist-Zustand des Gebäudes, macht dementsprechend dann Sanierungsvorschläge auf der gesetzlichen Grundlage, den gesetzlichen Vorgaben, wie das Gebäude saniert werden kann, welche Anlagentechnik für das einzelne Gebäude zutreffend ist und sinnvoll wäre. Und tut dementsprechend auch dann die Gesamtheit der Gebäudesanierung den Primärenergiebedarf oder den Energiebedarf des Gebäudes nach Sanierung feststellen. Quasi eine zweifache Wärmeschutzberechnung. Hieraus lässt sich dann erkennen, was habe ich überhaupt nach Sanierung an Energieeinsparung zu erwarten? Was kostet die gesamte Renovierung, Sanierung eines Gebäudes und kann auch hier dann durch Gegenüberstellung der eingesparten Energie oder der Energiekosten die Finanzierung gegenüber der Ausgabenseite gegenüberstellen und hat einen Überblick dadurch, lohnt es sich, rechnet es sich. Eigentlich wäre Ihre Arbeit im Prinzip schon erledigt.
Wenn es weitergeht, können Sie aber weitere Dienstleistungen anbieten? Ja. Der erste Teil ist die Energieberatung und hier weiß dann der Kunde, was er tun kann, was er tun sollte, was auf ihn zukommt. Jetzt kann er entscheiden, jawohl, ich möchte meine Sanierung realisieren und dann hilft der Energieberater im zweiten Schritt über die Baubetreuung, Bauberatung, geht er dem Kunden anhand bei der Findung der richtigen Finanzierungsmöglichkeiten, die da zum Beispiel über die KfW-Bank sein könnten, über mögliche Zuschüsse staatliche, über die BAFA, welche bei Heizungsaustausch etc. Zuschüsse gibt in bar und geht dann über die Planung, die Ausschreibung, tut dementsprechend dann die Angebote einholen von den Handwerkern, um das, die Sanierung zu realisieren, vergibt die Aufträge dementsprechend im Namen des Bauherrn an die Handwerker, macht die Handwerkerkontrolle, schaut nach, macht Abnahmen von den fertigen Gewerken zusammen und tut dann so quasi die ganze Baumaßnahme begleiten bis zur Fertigstellung der Sanierung. Damit das eine seriöse Sache bleibt, welche Qualifikationen muss man als Energiegebäudeberater mitbringen? Also idealerweise wäre im Falle bei der unabhängigen Gebäudeenergieberater, wenn man schon aus dem Bereich der Bau- oder der Anlagentechnik kommt, sprich ein Studium oder zumindest ein Meister im Handwerk ist und sich dann über zusätzliche Qualifikationen, die man sich aneignet, durch Seminare, durch Referatsbesuche und so Vorträgebesuche eine Weiterbildung dementsprechend macht. Was wichtig ist, es sollte eine unabhängige Energieberatung sein, das heißt Produkt- und firmenneutral. Wie kann ich das erkennen? Produkt- und firmenneutrale Energieberatung gibt es bei den gelisteten Energieberatern vom GIH. Der GIH ist der Verein der Gebäudeenergieberater in Hessen, ein unabhängiger Verein, der sich auf die Fahne geschrieben hat, eine unabhängige Energieberatung durchzuführen. Vollkommen produkt- und firmenneutral. Und der zweite ist, wo man es erkennen kann, ist bei der BAFA, Bundesanstalt für Ausfuhrkontrolle, führt eine Liste von unabhängigen Energieberatern. Da kann man ins Internet, www.bafa.de, kann man über die Beratersuche dementsprechend den unabhängigen Energieberater finden. Kommen wir noch kurz zu den Kosten. Und zwar bleiben wir bei Stufe 1, Diagnose und Beratung. Was kostet diese erste Stufe? Die erste Stufe der Energieberatung kostet ca. 700 bis 800 Euro. Hier ist allerdings dann bei einem BAFA-gelisteten Energieberater besteht die Möglichkeit, von der BAFA einen Kostenzuschuss in Höhe von 300 Euro zu erhalten.